So, herzlich willkommen zu meinem Videoblog. Mein Name ist Mira, Mann im roten Anzug. Heute sprechen wir über den zweiten Teil, über Macht der Wörter, über ein anderes Wort, und zwar das Wort nicht. Sehr häufig bekomme ich mit, wie Menschen durch Negationen etwas Positives darstellen möchten. Folgendes Beispiel: Das ist gar nicht mal so schlecht. Das ist gar nicht mal so übel. Das Wetter ist nicht unangenehm. Wir wollen durch Minus und Minus Plus darstellen. Durch zwei Negationen etwas Positives darstellen. Dabei ist es wesentlich angenehmer, es positiv darzustellen. Das Wetter ist sehr angenehm. Anstatt, das ist gar nicht mal so übel, das finde ich toll. Das ist gar nicht mal so schlecht, das finde ich gut. Das finde ich gigantisch. Das Wort nicht wird leider nicht verstanden vom Unterbewusstsein. Denke jetzt bitte nicht an den Eiffelturm und du denkst an den Eiffelturm. Obwohl ich gesagt habe, du sollst nicht daran denken. Genauso ergeht es dann, wenn du einem Kind sagst, wenn die Mutter sagt, Schatz, lass den Teller bloß nicht fallen, und das Kind lässt es fallen. Wenn man zum liebsten Partner sagt, Schatz, beim Einkaufen bitte vergiss die Milch nicht zu kaufen, was passiert? Wir vergessen die Milch zu kaufen. Dabei ist es wesentlich einfacher zu sagen, Schatz, denke bitte daran, die Milch zu kaufen. Schatz, wenn du den Teller trägst, sei damit vorsichtig. Halt es gut fest. Überprüfe deine Sprache und erlange damit ein positives Lebensgefühl, indem du deine Wörter veränderst bzw. aus einer Negation etwas Positives darstellst. Dabei wünsche ich dir viel Spaß und dass es dir einfach gelingt. Dein Mira.